So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu den nächsten Nachwuchskünstlern. Ich freue mich ganz besonders. Sie kommen nämlich aus dem schönen Geiltal und haben... Moment! Das Geiltal, übrigens das einzige Tal in ganz Österreich, das nicht nach dem Fluss, sondern nach uns Männern benannt wurde. Was gibt's da zu lachen? Ja, und das werden auch die Jungs jetzt beweisen. Sie haben die Ausscheidung Kärnten sucht den Schlagerstar in Zusammenarbeit mit der Kronenzeitung, mit dem Land Kärnten, dem Jugendreferat, mit EP Media und auch mit dem ORF Kärnten gewonnen. Und jetzt präsentieren Sie uns Ihren obergeilen Siegertitel. Begrüßen Sie sie mit einem Riesenapplaus. Sie sind obergeil! Ich lass ihn lieber nicht beim Hüten, aber Horn ist dann kapiert.
Und bevor es bei uns nächsten Programmpunkt kommt, du hast gerade ein wichtiges Anliegen, dein Papa hat heute Geburtstag. Er feiert seinen 90. Nur nicht ganz. Wie alt ist er? Es ist jetzt peinlich, ich glaube 45. Ja, also einen halben 90er. Wo ist dein Papa? Wie heißt er? Andreas heißt er, da drüben. Andreas, da ist er. Er ausschaut wieder wie 90. Alles Gute, endlich so alt geworden, wie du bist. Und ausschaust. Ich wünsche alles Gute, bleibt gesund und euch viel, viel Erfolg weiterhin. Die Sieger von Kärnten sucht den Schlagerstar. Ich glaube, da hören wir sicher noch mehr von dir. Alles Gute. 22. Juli in Friesach mit Nick B. gemeinsam auf der Bühne.